Politik und Wirtschaft haben die Verdienste von Ferdinand Piëch gewürdigt. Der ehemalige VW-Vorstand und Aufsichtsratschef war am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben, wie gestern Abend bekannt wurde. Unter Piëchs Führung war der Wolfsburger Autobauer zum Weltkonzern geworden. Ferdinand Piëch stammt aus einer Autodynastie, hier an der Seite von seinem Großvater, dem Käfererfinder Ferdinand Porsche. Piëchs Karriere ist rasant. Erst fährt er mit seinen Rennwagen bei Porsche Siege ein. Nach dem Wechsel zu Audi steigt er schnell vom Abteilungsleiter zum Vorstand auf. Dann der ganz große Sprung. VW holt ihn 1993 als Vorstandschef nach Wolfsburg. 30.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Piëch räumt mit harter Hand auf und baut um. Ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein. Piëch macht aus VW einen 12-Marken-Konzern. Mit seinem Namen ist verbunden der Aufstieg von Volkswagen zum Weltunternehmen. Bei uns in Niedersachsen die Schaffung von vielen tausend sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen. Mit 65 Jahren wechselt Piëch vom Vorstand in den Aufsichtsrat. Sie haben sich um Volkswagen verdient gemacht. Meine Bilanz sehe ich als ein Hobby-Automobilist. Und dann ist es so halt geglückt, wie es gekommen ist. 2015 kommt es zum Bruch mit Vorstandschef Winterkorn, dem Piëch plötzlich nicht mehr traut. Die VW-Aufseher aber halten zu Winterkorn. Der Autopatriarch Piëch verlässt enttäuscht den Aufsichtsrat. Seine Verdienste bleiben beim Konzern unbestritten. In vielen Werken herrscht Trauer. Ferdinand Piëch hat Automobilgeschichte geschrieben. Als leidenschaftlicher Manager, genialer Ingenieur und als visionärer Unternehmer. Ferdinand Piëch wurde 82 Jahre alt.